Lustiges zu sagen. Und zwar finde ich das mega geil, dass ihr alle da seid. Tatsächlich ist das hier nicht unsere erste Demo, sondern mittlerweile schon die 9. Demo in Folge. Wie jeden Freitag sind wir hier heute um 10 Uhr und sind hier, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Trotzdem ist das hier etwas ganz Besonderes heute, denn es ist definitiv die größte Fridays for Future Demo hier in Dortmund. Und ich finde es mega cool, dass so viele gekommen sind, dass ihr hier seid und dass ihr euch für eine bessere Klimapolitik überhaupt erst einsetzt. Hinzu kommt, wir sind nicht alleine. In der ganzen Welt, von Kanada über Lettland nach Hongkong und von Südafrika über Ghana nach Finnland, gibt es heute Fridays for Future Demonstrationen. Insgesamt sind es über 1769 Demonstrationen in 112 Ländern oder noch viel mehr, das wird ja immer mehr, welche zeigen, dass es nicht mal langsam Zeit wird, was fürs Klima zu tun, sondern dass wir begriffen haben, dass es bereits höchste Eisenbahn ist. Als ich anfing, diese Rede zu schreiben, fiel mir auf, dass ich eigentlich lieber amüsante Texte schreibe und mein Humor von Situationskomik und Sarkasmus lebt. Aber scheiße, mir entgleitet mein Humor, wenn ich an meine, an eure, an unsere Zukunft denke, wie diese geflissentlich in der Vergangenheit ignoriert wurde und auch heute noch täglich von Politik und Wirtschaft ignoriert wird. Wir stehen vor einem riesigen Problem und daher stehen wir ebenso auch vor einer riesigen, aber noch machbaren Aufgabe. Bereits eine Erwärmung des Klimas um die von der UN festgelegten 2 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau hat katastrophale Auswirkungen auf das Klima. Unter anderem gehört dazu eine Zunahme der Wetterextreme, also ansteigende Meeresspiegel auch. Und ja auch, liebe Wirtschaft, ein sinkendes Wirtschaftswachstum. Betroffen sind hierdurch nicht nur du und ich, sondern alle Menschen. Der klitzekleine Unterschied ist aber, dass nicht alle das nötige Kleingeld besitzen, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Wir fordern daher, dass absolut alles unternommen wird, um eine Erhöhung der Temperatur um mehr als 1,5 Grad zu verhindern. Und damit müssen wir genau jetzt anfangen. Es ist allerhöchste Eisenbahn. So langsam zeigen unsere Proteste erste Erfolge. Zwar ist bis jetzt noch kein Unternehmen auf uns zugekommen und hat nach unserer Meinung gefragt, aber sowohl Medien als auch PolitikerInnen haben erkannt, dass wir nicht nur SchülerInnen und Studierende sind, die aus Spaß die Schule schwänzen oder eh nichts Besseres zu tun haben. Vielmehr sind wir hier, weil wir schnelle Veränderungen fordern.